So, Freunde, die Übung hat der Karl ausgesucht. Ich muss ehrlich zugestehen, die habe ich in den 30 Jahren nicht dreimal gemacht. Ja. Vor allem nach dem Bizepsriss habe ich sehr viel aufpassen müssen. Ich habe jetzt leichter gemacht wie der Karl. Ist in der Tat effektiv, weil wir auch als zweite Übung machen. Schon mal für die Breite sehr gut. Und wie Karl gezeigt hat, auch mittlerer Rücken, wenn man die Schulterplatten richtig zusammenzieht. Da müsst ihr nicht so tief runtergehen. Wie ihr seht, geht die Sophia bis Knie runter und dann zieht sie wieder hoch. Also stabile untere Rücken braucht ihr da. Jawohl, komm. Komm, Sophia. Geht. Okay. Thomas, also, ziehen nach, komm. Bisschen schwer gegangen. Guck du jetzt. Ja. Mit Zughilfen geht es richtig gut. Ich überall eigentlich. Und unser Rücken wird natürlich auch belastet, aber dafür machen wir auch Kreuzheben, Rückenstrecke etc., damit der den Stand hält. Was auffällig gut ist noch, dass man wirklich bis ganz hinter hochziehen kann. Sophia lacht heute nur noch. Es ist gut, dass sie auch noch in der Diät lachen kann. Ich weiß nicht, ob das mein Bart ist. Der fehlende Bart. Der fehlende Bart. Ich will Kreuzheben. Auf die hintere Seite. Scheiße. Boah, die ist so gemein. Komm, Sophia. 4! Auf geht's, komm! Nicht lachen! Hab einen, komm! Komm! 4, GA Arm, komm! 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 Ich helf dir! Komm! 4, komm! Ja! Okay, das war jetzt die. Leute, das nennt sich, das ist virales Marketing. Virales Marketing. Oh, Hilfe. Krass. Ihr seht also, Leute, wie ihr schon auch bei meinem Video gesehen habt, dann hatten wir den Griff, dann hatten wir Untergriff, jetzt Übergriff. Wir gehen also wirklich jeden Winkel durch. Nicht nur von vertikal, über horizontal, über schräg nach unten, sondern wir gehen auch tatsächlich alle Handpositionen durch. Mehr geht nicht. Mehr geht einfach nicht, ja? Ich würde der Breite so rein. Wollen wir 80 bitte? Ja. Also die Übungsauswahl geschieht nicht zufällig, sondern das ist schon mental vorbereitet, bevor man überhaupt Training anfängt. Ja, und es gibt immer andere Reize zu setzen, das bringt ja nichts, wenn man den Muskel nur von einer Seite die ganze Zeit beschießt. Wollen ja von allen Seiten. Genau, wie Karl gesagt hat, diesen Griff von jeder Seite bombardieren. Komm Karl! Okay. Wenn ich solche Schuhe hätte, würde ich hier 150 machen. Ja, das sind geile Schuhe.